Christopher Nolan gilt als absoluter Perfektionist und als einer der effektivsten Regisseure Hollywoods. Gleichzeitig ist er ein Verfechter von alter Technik, weswegen er zum Beispiel immer noch eine Armbanduhr benutzt, die sogar Einzug in einen seiner Filme bekommen hat, und er Smartphones am Set komplett verbietet. Diese und weitere Fun Facts über Christopher Nolan in diesem Video. Los geht's! Christopher Nolan ist bekannt dafür, dass er gerne auf echte Spezialeffekte mit möglichst wenig CGI-Technik zurückgreift. In seinem Film Tenet ging dies sogar so weit, dass im gesamten Film nicht ein einziger Greenscreen zum Einsatz kam. Also genauso wie in meinen Videos. Für einen modernen Sci-Fi-Action-Film ist das nahezu unvorstellbar. Allerdings ein meiner Meinung nach gutes Statement, da in modernen Filmen oft so viel CGI und sonstige Computertechnik verwendet wird, dass selbst dem ungeübten Auge auffällt, dass das gezeigte Bild irgendwie künstlich wirkt. Wie denkt ihr darüber? Schreibt's mir gerne in die Comments. Im Film Tenet gibt es eine Szene, in der eine Boeing 747 in einen Terminal kracht und komplett explodiert. Die Szene wirkt erstaunlich real und das aus einem einfachen Grund. Sie ist real. Für diese Szene wurde tatsächlich eine ausrangierte Boeing 747 gesprengt. Teammitglieder wie zum Beispiel Robert Pattinson berichten in Interviews, wie eindrucksvoll es war, bei diesem Dreh dabei zu sein. Der Grund, warum es dazu kam, ist einfach erklärt. Es war günstiger. Auch wenn es unglaubwürdig klingt. Nolan selbst gab zu Protokoll, dass ein Modellbau mit anschließender Nachbearbeitung am Computer viel zeit- und kostenintensiver gewesen wäre. Er selbst habe dies mit seinem Produktionsteam durchgerechnet. Dadurch wird schnell klar, wie teuer visuelle Effekte eigentlich sind. Unglaublich. Der Film Prestige enthält unzählige Anspielungen an verschiedene Magier wie Houdini und teilweise auch an echte Streitigkeiten unter Magiern. Im Film ist auch ein Cameo der besonderen Art zu sehen. Ricky Jay spielt im Film die kleine Rolle eines sehr miserablen Magiers. In Wirklichkeit ist er jedoch der einzige echte Magier, der am Set des Films war. Er war als Berater für Nolan und als Coach für Hugh Jackman und Christian Bale angestellt und durfte sich schließlich auf der Leinwand verewigen. Der Film springt oft in der Zeit, wie viele Filme von Nolan. Jedoch treibt er es hier auf die Spitze. Im Film gibt es insgesamt 146 Zeitsprünge. Dies entspricht auch genau der Minutenzahl der Filmlaufzeit. Somit ist in jeder Minute des Films ein Zeitsprung zu sehen. Im Film Dunkirk spielt Zeit eine entscheidende Rolle, da sich eine große Gefahr anbahnt und schnell eine Lösung gefunden werden muss. Dies spielt sich auch im Soundtrack wieder, in dem immer wieder eine tickende Uhr zu hören ist. Inspiration dafür war Nolans eigene Taschenuhr, die Hans Zimmer extra für seine Komposition aufgenommen hat. Zudem ist Dunkirk zufälligerweise auch Nolans kürzester Film. In der Premiere von Dunkirk saßen übrigens auch echte Veteranen des Zweiten Weltkriegs, die die Geschehnisse des Films wirklich miterlebt haben. Sie sagten im anschließenden Interview, dass der Film extrem nah an den Tatsachen bleibt. Jedoch sei das Bombardement im Film deutlich lauter gewesen als in der Realität. Wusstest du das schon über Inception? Hinter den Vornamen der Hauptcharaktere verbirgt sich ein nettes Easter Egg. Sie lauten Dom, Robert, Ames, Arthur, Mail und Saito. Nimmt man hier die Anfangsbuchstaben, ergibt sich daraus das englische Wort Dreams. Weitere wichtige Figuren tragen die Namen Peter, Ari Dane und Yusuf. Nimmt man hier die Anfangsbuchstaben, ergibt sich daraus Pay. Zusammen ergibt es also Dreams Pay, also sinngemäß, Träumen zahlt sich aus. Ein wichtiges Thema in Inception ist natürlich das Träumen. Jedoch wissen die wenigsten, dass es auch ein Film über das Filmemachen selbst ist. Die Hauptcharaktere nehmen hierbei verschiedene Rollen ein. Cobb, gespielt von Leonardo DiCaprio, ist der Regisseur. Er hat die Vision und den großen Plan. Arthur, gespielt von Joseph Gordon-Levitt, ist der Produzent. Er plant das Vorgehen, hält die Zügel zusammen und sorgt dafür, dass das Team Cobbs Plan in die Tat umsetzen kann. Ariadne, gespielt von Elliot Page, ist die Produktdesignerin. Sie ist die Architektin der Traumwelt und für die Gestaltung zuständig. Eames, gespielt von Tom Hardy, ist der Schauspieler. Er schlüpft immer wieder in andere Rollen und ist ein exzellenter Täuscher. Saito, gespielt von Ken Watanabe, ist das Studio. Er ist der Geldgeber und der eigentliche Boss hinter der Operation. Und schlussendlich Fischer, gespielt von Cillian Murphy, ist das Publikum. Alles wurde nur für ihn inszeniert. Diese und weitere Anspielungen und Ungereimtheiten sorgen im Film für eine sehr intelligente Metaebene. Sie soll es dem Zuschauer schwer machen, Traum von Realität zu unterscheiden. Das Batman-Logo zu Beginn jedes Films ist ein Foreshadow zum Verlauf der Geschichte. In Batman Begins wird das Logo aus Fledermäusen gebildet, die sich erst nach kurzer Zeit zum Logo formieren. Dies ist ein Hinweis auf die Handlung. Aus Bruce Waynes größter Angst, den Fledermäusen, bildet sich schließlich Batman. In The Dark Knight brennt das Logo. Ein Hinweis auf den neuen Antagonisten, der die Welt einfach nur brennen sehen möchte. In The Dark Knight Rises ist das Logo von gesprungenem Eis umgeben. Dies ist ein Hinweis darauf, dass Batman in diesem Film sowohl physisch als auch psychisch gebrochen wird. Wusstest du das über The Dark Knight? Heath Ledger war eigentlich Nolans erste Wahl für die Besetzung von Bruce Wayne und Batman. Dieser lehnte jedoch ab,
da er derartige Comic-Verfilmungen nicht mochte, da er die vorherigen Filme zu klamaukig fand. Jedoch war er von Batman Begins und dessen sehr ernsten, düsteren Stimmung derart begeistert, dass er Nolan persönlich angerufen haben soll, um ihm seine Glückwünsche und Begeisterung mitzuteilen. Nolan bat ihn daraufhin ein weiteres Mal eine Rolle für seinen zweiten Film an. Der Rest ist Kinogeschichte. Dieser unglaubliche Stunt aus The Dark Knight war real. Sicher erinnert euch an die Szene aus The Dark Knight, in der Batman einen LKW flippen lässt. Dies geschieht im Film durch ein langes Seil, das den Lastwagen schlussendlich komplett vornüber überschlagen lässt. Eine tolle Szene, die den Abschluss einer packenden Verfolgungsjagd markiert. Doch jetzt kommt's. Dieser Überschlag ist echt. Es handelt sich hierbei nicht um einen computergenerierten Effekt, sondern einen wirklich durchgeführten und absolut wahnsinnigen Stunt. In Wirklichkeit brauchte es jedoch deutlich mehr als nur ein einfaches Drahtseil. Es war ein Stahlbolzen und eine Explosion nötig, um den LKW flippen zu lassen. Unfassbar, vor allem wenn man bedenkt, dass auch noch ein Stuntman nötig war, um den LKW zu fahren. Und trotz dieser großartigen Filme und der überragenden Arbeit von Christopher Nolan wurde er in seiner Karriere erst 5-mal für den Oscar nominiert und hat keinen einzigen davon gewinnen können. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video.